Ganz herzlich alle Teilnehmer vor ihren Bildschirmen. Herzlich willkommen zum heutigen Online-Vortrag. Ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben und ja, begrüße Sie an diesem Tag. Bevor es losgeht, möchte ich kurz das Team vorstellen. Das ist wie immer im Hintergrund unsere Organisatorin, die Jeli Sauer aus der Geschäftsstelle vom FED, die uns mit der Organisation hier sehr gut im Hintergrund betreut. Hallo Jeli, ich grüße dich und auch mal nochmal vielen Dank an dich. Dann begrüße ich unseren heutigen Referenten, den Manfred Fernbach. Guten Morgen Manfred, wie geht's dir? Ja, guten Morgen in die Runde. Ganz Ja, prima. schön. Der erste Danke. Kaffee ist schon getrunken. Kann also losgehen. Wunderbar, das freut uns sehr. Klaus, auch dich Ja, begrüße ich habe auch als schon Kaffee getrunken. mein Kompagnon aus der Regionalgruppe Berlin und ja, natürlich auch noch kurz zu meiner Wenigkeit. Mein Name ist Markus Schiller, wer mich noch nicht kennt. Ich betreue die Regionalgruppe Berlin mit dem Klaus Dingler zusammen und ansonsten bin ich tätig als Projektleiter bei der Tauber Elektronik GmbH hier in Berlin, ein EMS-Dienstleister, ein Baugruppenfertiger. Genau, das sollte es kurz zum Team gewesen sein. Die Idee, die dahinter steckt, die ist bestimmt einigen schon bekannt. Ich denke auch, dass einige von Ihnen auch schon ein Webinar des FED oder ein Online-Veranstaltung des FED mit teilgenommen haben. Und wir möchten natürlich weiterhin das Netzwerk pflegen in diesen, sagen wir, schwierigen Zeiten im Moment und natürlich Sie weiterhin informieren mit ja, aktuellen Themen, die wir natürlich auch in diesem Jahr gerne auch natürlich irgendwie auch physisch hätten Ihnen herübergebracht, aber das ist natürlich nicht möglich und dadurch versuchen wir die Distanz durch die Online-Veranstaltung zu verkleinern und natürlich auch den Teilnehmerkreis zu vergrößern, dass wir das jetzt nicht nur in Berlin hier machen, sondern dadurch auch ja, Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo Sie natürlich gerade zugeschaltet sind, teilnehmen können. Ja, kurze Einführung noch für die, die es nicht wissen. Das Webinar wird sein. Sie sind als Teilnehmer stumm geschaltet, damit wir hier keine wilden Nebengeräusche haben. Und es wird so sein, Sie sehen dieses Tool bei sich und es gibt diesen Fragemodus. Bei wem das noch nicht aufgeklappt ist, es gibt hier dieses, wo ich jetzt mit meinem Pfeil drauf bin, diesen Haken, dieses Dreieck, da können Sie das aufklicken und dann können Sie Ihre Frage dort hineinschreiben. Oh, Entschuldigung. Wir sammeln diese Fragen. Ich übertrage die in die Folie und wir werden die anschließend, nachdem Manfred Fernbach seinen Vortrag gehalten hat, vorlesen und dann würden wir natürlich diese Fragen gerne beantworten. Das ist dann die Fragerunde nach dem Vortrag. Ja, dazu kurz. Es wird natürlich wieder aufgezeichnet, dieses Webinar und wir werden das dann natürlich auch gerne zur Verfügung stellen. Vorab noch ein paar Informationen. Wie vielleicht auch schon bekannt ist, konnten wir die Konferenzen nicht stattfinden lassen. Dazu sind die FLD-Konferenz-Talks ins Leben gerufen worden, wo wir sie ja, wöchentlich mit zwei Vorträgen versorgen. Und diese finden immer am, ich glaube, Dienstag und Donnerstag oder Montag und Donnerstag statt. Wer heute noch Lust und Zeit hat, kann sich gleich um 14:30 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den Vortrag von dem Hubert Kraus von Zöllner Elektronik anschauen. Da geht es um Simultaneous Engineering, erfolgreich Produkte entwickeln. Ansonsten können Sie sich gerne über weitere Termine auf unserer Webseite fed.de informieren. Da finden Sie unter Veranstaltungen natürlich alle weiteren Veranstaltungen und Events, die weiterhin stattfinden. Ja, dann soll es das von mir kurz gewesen sein. Ich übergebe an dich, Klaus. Stell Ja. uns doch mal bitte den Ja. heutigen Vortrag vor und ja, dann und etwas. Vielen Dank. Ja. Danke, danke dir. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite zum heutigen Online-Seminar hier. Wie gesagt, den Termin
Der Termin liegt schon lange fest. Wir versuchen also auch im Vornherein da die Termine festzulegen, dass Sie sich einrichten können. Der heutige Titel ist noch auf der auf dem Bildschirm zu sehen. Es ist so, dass der Referent Herr Fehrenbach heute bereits schon der Seniorchef der Firma ist, also in dem verdienten Unruhestand. Unruhestand, weil er doch noch an sehr viel unterwegs ist und sich da mit gerade mit Vorträgen und sowas in der ganzen Branche bemerkbar macht und auch gerne gesehen wird auf verschiedenen Foren, die sich eben mit dem technischen Bedarf für die Löterei beschäftigen. Herr Fehrenbach war mit Leidenschaft Maschinenbauer. Damit ist auch seine Firma entstanden, einmal als Maschinenbau, die 1978 gegründet wurde im schönen Tübingen. Und in der Zwischenzeit ist sie auch umfirmiert worden, 20 Jahre später, mit in Eutect, der heutigen Firmenbezeichnung. Aber von Anfang an beschäftigt sich Herr Fehrenbach mit dem Selektivlöten, sodass wir also heute einen Fachmann per Exzellenz haben, der sich gerade in diesem Metier gut auskennt. Selektivlöten mit allen möglichen und verschiedenen Technologien, die es da gibt, werden Ihnen heute nahegebracht. Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen. Marco Schiller wird diese Fragen alle aufstellen. Sollten wir es nicht schaffen, dass er alle beantwortet werden können, beziehungsweise die spezielle Fragen haben, können Sie auch gerne den Herrn Fehrenbach anmailen und Sie werden von dort aus denn sicherlich noch die restlichen erschöpfenden Auskünfte bekommen. Kurz. Bereits vor dem Bleiverbot, das heißt also vor 2000, da ging es ja mit dem bleifreien Loten nachher los, war, wie gesagt, das selektive Löten schon auf dem Markt verbreitet in verschiedenen Formen. Und das, die speziellen Technologien, die dazu notwendig sind, die sich nachher auch geändert haben, gerade durch die Verwendung von bleifreien Loten, werden auch ein Thema dieses Vortrages sein. Und das besondere Merkmal der Firma Eutect ist, dass sie speziell auf Kundenwünsche eingeht und auch ihre Anlagenkonfiguration dann entsprechend danach ausrichtet. Denn gerade beim Selektivlöten gibt es viele Möglichkeiten, oder muss man viele Möglichkeiten ausschöpfen, um eben an diese Stellen auf der Leiterplatte oder auf der Baugruppe heranzukommen, die mit dem Selektivlötverfahren dann die Verbindung schaffen. Wie gesagt, es gibt viele Vorträge, die Herr Fehrenbach da schon gehalten hat. Wir haben auch unterm Band des Wissens ein Band, der sich mit dem Selektivlöten beschäftigt. Auch der ist unter Mitwirkung von Herrn Fehrenbach entstanden, sodass also da auch nochmal eine Möglichkeit besteht, sich zu orientieren. Damit möchte ich mich aber jetzt auch kurz fassen mit der Einleitung, damit uns die Zeit nicht fehlt, wenn wir den Vortrag jetzt hören. Ich würde jetzt bitten, Manfred, dass du mit deinem Vortrag beginnst. Ja, ich möchte Sie begrüßen, meine Damen und Herren, zu diesem Vortrag. Es ist jetzt die Frage, kann man mich gut hören? Die Frage kann ich jetzt gerade nicht schlüssig beantworten, aber ich gehe mal davon aus, dass wir alle gut in der Leitung sind. Ja, alles klar. Und bei der Bearbeitung des Vortrages ist mir aufgefallen, einen Moment.
Jetzt wird mein Bildschirm übertragen. Ja, ich möchte Sie nochmal begrüßen zu diesem Webinar und zu diesem Online-Seminar, besser gesagt, und zum Thema Selektivlöten in der Aufbau- und Verbindungstechnik und die Auswahl des richtigen Prozesses. Und also die Aufbau- und Verbindungstechnik hat natürlich auch eine ganz, ganz, sagen wir mal, lange Geschichte. Und von da aus gesehen werde ich jetzt heute das Unternehmen Eutec vorstellen, dann die Ausgangssituation in der Elektronikfertigung, würde den Bogen spannen von der Lötfähigkeit und damit auch natürlich immer verbunden mit die Frage nach der Qualität. In dem Zusammenhang natürlich auch die Charakterisierung der Lötprozesse und die typischen Merkmale der beteiligten Spieler wie Flussmittelauftragen, Wärmemanagement und das selektive Löten an sich und letztendlich die zugehörige Prozessauswahl, das Thema, was sind die Merkmale, was sind die Kriterien da dazu, ebenso die Dienstleistung im Sinne von Evaluierung, vom Vorchecking. Und das sind jetzt für diesen Teil 1 die gedachten Themen. Der Teil 2 ist entstanden bei der Bearbeitung von Teil 1, dass es einfach für diese folgenden 30 Minuten nicht ausreicht, den Bogen ganz zu spannen. Also Teil 1 einfach mal Grundlagen und Teil 2 dann letztendlich die zugehörige Automatisierungstechnik, letztendlich die zugehörige Anlagentechnik. Nun, Sie sind bei Eutec angekommen, ein Familienunternehmen, und Sie haben es vielleicht am Sprachsound schon gehört, wir machen es einfach gut. In dem Sinn kommen wir aus dem schwäbischen überlieferten Bereich, wo sehr viel Innovation, Technologie in Baden-Württemberg am Start ist. Und aus dem Hintergrund heraus möchte ich Sie ganz kurz mit der Firma Eutec so vertraut machen. Ich selber bin seit 78 in eigener Firma unterwegs. Mein Sohn Matthias hat die Firma übernommen und führt sie erfolgreich in die, ich darf mal sagen, neuen technologischen Zeiten hinein. Ich gehe da mal über den Fließtext drüber. Letztendlich geht es darum, aufzuzeigen, wie die Ausgangssituation in der Elektronik sich abbildet. Wir wissen aus der Geschichte heraus, dass bereits vor 3800 Jahren, also im alten Ägypten, bereits dass die Lötarbeiten mit flüssigen Metallen und Loten, die Kenntnisse vorhanden waren und sehr fein filigrane Arbeiten entstanden. Und man könnte sagen, heute, 5800 Jahre später, haben wir eine vollautomatische Elektronikfertigung, die letztendlich auf den Erfahrungen der vielen, vielen Jahrtausende beruht, letztendlich so verfeinert, dass man sagen kann, die typischen Selektivlötprodukte sehen heute so aus, dass man miniaturisierte Lötstellen hat, dass man Leiterplatten in Kavitäten, in Gehäusekavitäten einbettet, dass man Kupferlackdrähte verarbeitet. Da bekommen wir auch schon Temperaturrange von 280 Grad bis 480, 500 Grad wird die selektive Löttechnik eingesetzt. Und was Sie auch sehen können, es gibt kein Produkt, was dem anderen gleicht. Es gibt nur gewisse Affinitäten. Und daraus entsteht eigentlich schon die typische Anforderung, das ganze Thema zu selektieren. Also es gibt nicht die eine Maschine bei der Firma Eutec, sondern es gibt die Lötmodule. Also eine Modultechnik, die darauf basiert, dass man einzelne Technologien herausarbeitet, die zu einem herausgearbeiteten Modultechnologie überführt. Das heißt, man hat dann aus dieser Summe der einzelnen Module die Möglichkeit, einen Gesamtprozess zu gestalten. Die Module sind dafür da,
bewährte Funktionseinheiten zuverlässig zu kombinieren. Ähnlich wie bei Lego-Bauen haben Sie einen Lego-Baukasten, so haben wir hier einen Modulbaukasten im Sinne der selektiven Löt- und Automationstechnik. Es sind 75 Aufbau- und verbindungstechnische Module ausgereift, die wir hier in einer Denke kreiert haben, die, wir sagen dazu, outside of the box sich abbildet. Also wir denken über den Standard hinaus und der Standard bildet sich heute in der Massenelektronikfertigung so ab, dass wir 90% der Bauteile, die weltweit verarbeitet werden, SMDs und THTs über die klassischen High-Volume-Prozesse, Reflow, Großwelle und ich sage nun mal ergänzend die Dampfphase mit dazu, verarbeitet werden und es bleiben plus minus 10% Exoten übrig, THTs in versteckten Kavitäten, Standsgitterlitzen, Polyfolien, also Flexfolienverarbeitung, hohe thermische Masse, besonders bei der Elektromobilität und letztendlich ein ganz großer Strauß von Sonderbauteilen, wo die Entwickler nicht davor nachschrecken, neue Produkte zu entwickeln. Ja, wie sieht es denn mit dem Lötprozess an sich aus? Die Lötprozesse Miniwelle, Laser, Kolben, Thermoden und Induktionslötprozesse haben eine bestimmte Grundcharakterisierung, die sich aus dem physikalischen Grundmanagement oder physikalischen Grundgegebenheiten heraus ergeben. Ohne die jetzt näher zu betrachten, machen wir später, liegt dem auch eine Fehlerranking-Einschätzung zugrunde. Also der Miniwellenprozess, der lebt so, wenn er gut eingestellt ist, bei 100 ppm bis 500, der Laserprozess bei 1000 bis 30.000. Kolben sind so in der typischen Range von 9000 aufwärts, Thermoden 3000 ppm. Also es geht da richtig um Fehler, die dem Prozess in der physikalischen Grundlage anhaften. Wobei ich dazu sagen muss, diese PPM-Angaben sind nur unter bestimmten kundenspezifischen Voraussetzungen plus minus zu erreichen. Und zum Thema Fehler und was ist ein Fehler, habe ich Ihnen noch einen Einstieg in dem Sinne. Der alte Aristoteles möchte ich hier bemühen, der Platon sicher auch. Die haben sich mal über Fehler Gedanken gemacht und sind zum Ergebnis gekommen, ein Fehler ist etwas, wo etwas fehlt. Es ist also ein fehlendes Wissen, von dem gingen die Herren damals aus. In der heutigen Sprachregelung wird man sagen, mangelnde Kompetenz. Ja, und die mangelnde Kompetenz, ich glaube, deshalb sind wir auch heute in diesem Seminar online zusammen, die vielleicht mangelnde Kompetenz, vielleicht das Wissen zu erweitern, oder die Offenheit da dazu zu haben, das ist die Motivation von diesem Vortrag. Natürlich gibt es auch Qualitätsmerkmale, die unter dem Thema höhere Gewalt stehen, wo man dann nicht zur Qualität kommt. Höhere Gewalt im Sinne der Markt bricht ein oder wir haben Covid-19. Daraus entstehen einfach neue Ansätze. Wie kann man mit dem umgehen? Schlechtes Tun war für Aristoteles auch nochmal ein Fehlermerkmal. Das heißt, böse Absichten, Intrigen. So, was sind zum Beispiel Fehler? Wo würde man sagen, ab jetzt beginnt der Fehler, wir können mit dem Fehler nicht mehr leben? In der Qualitätsbetrachtung, in der Qualitätsmerkmal-signifikanten Sigma-Größen spricht man hier von 4 Sigma, beispielsweise 99% fehlerfreie Prozesse. Hört sich bei 99% recht plausibel und gut an, aber muss ich mal klar machen, 1% Fehler sind bei einem Großflughafen 2 Bruchlandungen pro Tag. Oder 1% Fehler sind 5000 chirurgische Fehleingriffe pro Woche in Deutschland. Oder 1% Fehler sind 20 verlorene Postsendungen. Okay, ob die Nikolauspost verloren geht, sei es drum. Oder 200.000 Verschreibungen etc. Das sind typische Fehler.
Fehlercharakterisierungen, also ich würde mal sagen, mit 4 Sigma 99%, 10.000 ppm kann man schlecht umgehen. Hier nochmal kurzen Einblick: bei einer Space Shuttle Softwareentwicklung gehen 10% der Dienstleistungsstunden in die Entwicklung der Codebase, also Sprachsoftwareentwicklung, und 90% verschlingen Testreihen. Man kann sagen, bei der Firma Eutect ist das Thema Wertschöpfungsverteilung über die Evaluierung bei 15%, also Vorchecking, 70% für den Aufbau der finalen Lötautomation und 15% für Inbetriebnahme und Schulung. So, real gesprochen, was sind typische Fehler bei der Leiterplattenverarbeitung? Schauen wir uns mal nur die an, ohne jetzt Leakframes zu betrachten oder andere Themen. Also Filletlifting ist ein klassischer Fehler. Da würden wir sagen, ein kleiner Fehlerteufel, den man so nicht zulassen kann. Ebenso die Microcracks, die vom Loterstarrungsablauf herrühren, von der Wärmeverteilung innerhalb der Lötstelle. Dann typische Fehler sind gebrochene Lötstellen, Hohlräume, Lunker, Lotperlen, so, ja, das sind so die Hauptmerkmale, die sich innerhalb einer Lötstelle ereignen. Lochrisse, Eckrisse, Cornercrackings, Kraterbildung oder auch Durchbiegungen von Leiterplatten, Wärmestress. So, welche Lötprozesse betrachten wir heute? Wir haben schon angekündigt, die Miniwellenprozesse hin über Hubtauch, Laserkolben, Induktion, Thermode, alles selektive, nicht nur Selektivprozesse, auch High-Volume-Prozesse, weil es einfach in der Kategorie von Sonderlötaufgaben nicht anders geht, als nur geringe Stückzahlen zu verarbeiten, sondern auch im Sinne der High-Volume-Lötverarbeitung um Millionen Stückzahlen im 24-7, 10-Jahres-Betrieb über die Produktlebensdauer geht. Abrunden tut das ganze Thema natürlich der Werkstückträger mit seinen Lötmasken und die zugehörige Aufnahme, Spanntechnik der Produkte. Der Flussmittelauftrag, ein ganz wichtiger Prozess, der für die Migration einen sehr ausschlaggebenden Qualitätsausblick gibt, weil schleichende Prozesse sind hier hinterlegt. Dann das ganze Thema Wärmemanagement. Und so kommen wir, um nur mal die Überschriften genannt zu haben, auch zu den Überschriften, was muss denn bei einem Lötprozess alles betrachtet, geregelt, kontrolliert werden, um am Ende des Tages sagen zu können, wir haben einen Prozess, der fähig ist, besser als 1% zu arbeiten, also im 100 bis 500 bis 1000 ppm Bereich. Nun, Punkt 1, bei Lotwellen geht es um die Höhenregelung und über die Überwachung ist die Lotwelle vorhanden. Beim Flussmittel geht es darum, den Druck, die Position, die Mengenabfragen zu kontrollieren und zu erfassen. Im Wärmemanagement geht es um die Pyrometrie. Wie kann ich die Temperaturen, Prozesstemperaturen, sowie beim Wellenlöten, Vorwärmen, Laserlöten kontrolliert erfassen und damit in eine Regelungsthematik hineingehen. Und Spezialität der Firma Eutect, lotdrahtgeführte Prozesse, die auf geregelte Lotdrahtzuführung basieren für den Laserkolben und für die Induktion. Und das sind letztendlich Hauptmerkmale, ein Merkmal, was wir auf jeden Fall für die Zukunft immer mehr brauchen, ist, zu jeder Lötstelle eine Qualitätsaussage machen zu können. So, es gliedern sich jetzt die Module in der Prozesstechnik so, dass wir sagen, was sind die Hauptmerkmale eines Lötprozesses, was sind die Hauptmerkmale einer Prozessführung, einer geregelten Prozessführung, was sind die Hauptmerkmale der Qualitätsabsicherung. Und eine kurze Übersicht, die Lötstelle ist immer eine Baustelle und die Baustelle muss sauber bearbeitet werden,
und hat natürlich Hauptmerkmale, die Miniwelle arbeitet typischerweise von unten, Laserkolben, Induktion, Thermoden typischerweise von oben, die Lötwelle oder Hubtauch arbeitet aus der vollen Lotschmelze heraus, also mit der entsprechenden auch thermischen Masse, um auch hohe thermische Bauteile zu verarbeiten. Und für filigrane Bauteile wird der Kolbeninduktion typischerweise eingesetzt. Also diese Verfahren arbeiten von oben. Die Wärmeübertragung erfolgt zum einmal über die Lotschmelze, beim anderen über den geschmolzenen Lotdraht. Und die Reproduzierbarkeit dieser Prozesse ist das Hauptmerkmal für eine gute Qualität, für ein gutes Zusammenspiel der Prozesse. Und das ist eine ganz, ganz große, grobe Übersicht, wie hier die Prozesse zur Auswahl stehen. Ebenso zur Auswahl stehen natürlich Flussmittelauftragsprozesse. Hier kann man von einem Sprühfluxer über eine Inject-Flussmittelauftragung gehen bis zum Hubtauch und bis zum Pinselfluxen. Also Verfahren, die es erlauben, möglichst wenig Flussmittel oder nur so viel Flussmittel aufzutragen, wie der Lötprozess in seiner qualitativen Ausprägung benötigt. Also Flussmittel nur so viel wie nötig. Und daraus ergibt sich natürlich auch die Fragestellung, wie kann ich hier die Sauberkeit des Gesamtprozesses gewährleisten. Zum Flussmittel gehört natürlich das Wärmemanagement, das heißt das Abtrocknen der Flüssigkeiten wie Wasser oder Industriealkohol, Isopropanole. Was letztendlich übrig bleibt, sind die Aktivatoren, die von dem Wasser oder vom Isopropanol an die Lötstelle hin getragen werden. Und diese Aktivatoren gilt es zu aktivieren. Jeder Wärmeeintrag ist auch letztendlich ein katalysatorischer Effekt, ein Wärmeeintrags auf ein höheres Niveau, so dass wir das höhere Niveau von den Feststoffen dafür benötigen, die Oxide, die sich um die Lötprozessstelle herum, um die Geometrie der Lötstelle herum zwangsläufig eingestellt haben, um diese Oxide umzuwandeln, ihnen sozusagen die Wirkung zu nehmen durch die Formulierung der Flussmittel, durch die L0-Formulierung oder L1 werden verstärkt die Oxide umgewandelt und können somit machen Platz für die saubere Lotschmelze. Was es natürlich zu beachten gilt, sind typische Merkmale. Viel ist nicht immer gut. Also wir reden hier über die Begasung. Wir reden über Begasung, meine ich jetzt Stickstoffumgebung, um den Sauerstoff zu verdrängen, um eigentlich die Grundlage für eine oxidfreie Prozessführung zu bekommen. Letztendlich, ja, wissen es, Flussmittel muss aufgetragen, viel ist nicht immer gut. Das Vorheizen, auch hier mit Augenmaß im Bereich zwischen 60, 80 bis 120 Grad, ist so der typische Range über 30 Sekunden. Auch ein typisches Merkmal, weil wir wollen ja die Leiterplatte nicht, unbeteiligte Bauteile nicht unnötig stressen und vorschädigen. Dann typischerweise die Lötdauer. Viel ist auch hier nicht immer gut, weil viel Lötdauer heißt immer bei einer fließenden oder bei fließenden Lotschmelzprozessen, Ablegierung, Leaching und so weiter. Und so aus diesem Design of Experience sind da hier die vier Hauptmerkmale, die sich natürlich, wenn man es mal genauer nimmt, für ein Prozessranking nicht ganz ausreichen. Also ich habe mal 40 Parameter ausgemacht, die über den Mensch, über die Maschine, über die Methode, über das Material in diese Prozessumsetzung hineinarbeiten. Und das Hineinarbeiten dieser verschiedenen Mensch-, Maschine-, Material- und Automatisierungsumgebungen, dieses Hineinarbeiten macht eigentlich den Selektivlötprozess zu einem modernen Zehnkampf. Das heißt, in anderen Worten, man muss sich auf die wesentlichen Hauptmerkmale beschränken, die aber auch wichtig sind. Was sind die Nebenmerkmale?
die wichtig sind zu erkennen, wann spielen Nebenmerkmale, Hauptmerkmale die Hauptrolle. Und diese Hauptrollenverteilung, die haben wir hier im eigentlichen Lötprozessvergleich. Also, das ist jetzt die ganz spannende Folie. Hier geht es wirklich darum zu erkennen, was sind für mich bei meinem Produkt, bei meiner Applikation die Hauptmerkmale. Auf was kommt es mir denn im Wesentlichen an? Sie können das hier erkennen auf der Folie, auf der Linie 6. Beispielsweise, Sie möchten gut ausgeprägten Meniskus. Beispielsweise, Sie möchten eine Toleranzüberbrückung, weil die Produkte nun mal mit so viel oder Gehäuse mit der Toleranzsituation und Aufbautechnik daherkommen. Sie möchten einen Durchstieg haben, Sie möchten berührungslos arbeiten, geringe Taktzeit. Nun, das sind alles Wunschziele. Also hier ganz klar, Sie können hier sozusagen die Wunschziele eingeben, die Gewichtung 1 bis 10 und diese Gewichtung auf die verschiedenen Lötprozesse verteilen. Also Sie geben dem Meniskus eine Wertigkeit und diese Wertigkeit geben Sie dann in den Prozess der einzelnen Betrachtungen hinein. Bewerten, subjektiv letztendlich oder gezwungenermaßen aus den Anforderungen, die an Ihr Produkt gestellt werden. Und aus dieser, ich sag mal, Bewertung von 1, auf der Skala 1 bis 10 ergibt sich unter Einbeziehung der Risiken, ergibt sich ein Bild für einen bestimmten Prozess, ein Qualitätsbild. Die blauen Balken sind für die positive Umsetzung, die roten Balken charakterisieren das Risiko und somit bekommen Sie schon mal einen ersten Einstieg für was sind die theoretischen Erkenntnisse, was muss ich vielleicht besser machen, was muss in der Toleranzbespaltbrückung, wie sieht das Loch-Pin-Verhältnis aus, wie sehen die konstanten Temperaturprozessparameter aus versus Schädigung von benachbarten Bauteilen. Das sind Hauptmerkmale, auf die es Ihnen ankommt und da kann man noch dran arbeiten. Also das sind letztendlich Zusammenspiel zwischen Prozessgestaltung und Produktgestaltung gibt ein Zusammenspiel für eine gute Prozessfähigkeit für die eigentliche Fertigungstechnologie. Um hier voranzukommen, ist es bei uns typischerweise in unserem Sprachraum so, dass wir sagen, wir machen einen Evaluierungsprozess, wir machen eine Prozessanalyse, wir betrachten die Machbarkeit, wir gehen in die Analytik hinein, Schliffe, Röntgen und wir holen uns letztendlich unter Berücksichtigung aller Merkmale eine betriebswirtschaftliche Einschätzung für die kommende Umsetzung der Anlage. Also im CAD sehr viel Vorbetrachtung, im CAD sehr viel auch Layout-Empfehlungen, Simulationsempfehlungen, um hier auch in den Zwischenlagen der Leiterplatten die thermischen Themen aufzugreifen, um schon im Vorfeld sehr nahe an einen zukünftigen Prozess zu kommen. Dafür gibt es Layout-Empfehlungen, die darauf gehen, welchen Prozess möchte ich fahren, welchen Prozess habe ich im Auge und daraus ergibt sich eine Einschätzung, was in der Produktgestaltung vielleicht angepasst werden muss, Abstände zu Randzonen, die Kavitäten, die Tiefe der Bauteilsituation, die verschiedenen Ebenen, die verarbeitet werden müssen, die zugehörige Begasungstechnik, zugehörige Lötrahmen und Maskentechnologie. Das sind Hauptthemen, die uns, wenn man die zusammenträgt, dazu führen, im Vorfeld zu sagen, wie muss ein Produkt aussehen. Beim Laserlöten komplett anderes Layout, komplett neu zu betrachten, als ein berührungsloser Wärmeeintrag, der typischerweise von oben erfolgt und den großen Vorteil hat, dass wir sehr selektiv, sehr miniaturisiert in den elektronischen Eingriff
in die Chirurgie eingehen können, in diese Feinlötstellen einsteigen können. Und darüber entsteht mit dem geregelten Drahtvorschub, der letztendlich weiß, wie viel Draht habe ich in der Prozessstelle, habe ich den Draht wieder aus der Prozessstelle zurückgezogen. Also es ist komplette Prozessdatenmanagement von jeder einzelnen Lötstelle. Ja, beim Flussmittel sei nochmal darauf hingewiesen, es geht darum, Flussmittel nur so viel aufzutragen, dass wir im Nachgang bei der Baugruppe keine ionischen Kontaminationen mehr zu erwarten haben, dass sozusagen Ruhe auf der Baustelle herrscht und keine langzeitschleichenden Schäden sich sozusagen vorarbeiten. Und entsprechend, ja, ich sag mal, ein gutes Flussmittelmanagement erreicht. Flussmittel muss vom Lötprozess aufgenommen werden. Es sollte kein Flussmittel übrig bleiben. Das ist sozusagen die Hauptansage. Die Lotschmelze saugt, verarbeitet das Flussmittel, was notwendig ist, auf und lässt kein Flussmittel auf der Leiterplatte für irgendwelche Migrationen übrig. Kurz zum Gestaltungsbereich der Leiterplatte. Nochmal generell, wir haben hier physikalisch gesehen einen kapillaren Fülldruck. Und dieser kapillare Fülldruck ist vom Lotspalt abhängig. Und damit bekommen wir schon in der Vorhersage eine thermische Kraft, die für den Durchstieg sorgt. Und wenn zu viele Zwischenlagen, 70 μ, 200 μ Zwischenlagen in der Leiterplatte sind, dann reden wir hier über Thermovias, über Wärmefallen, wie hier auf diesem Chart zu sehen. Typische Fehler haben wir schon ein bisschen angerissen. Ja, Delaminierung heraus, die Analytik zeigt uns auf, wo Bruchstellen sich abbilden, wo Voids und Lunker da sind. Und da spielt natürlich das ganze Thema Lote, die Lote in ihren Zusammensetzungen, die Lote in ihren Grundwerkstoffen, eutektisch, daher auch typischerweise der Name Eutekt, abgeleitet aus diesem Kernpunkt, der eutektische Punkt in diesem linken Diagramm zu sehen. Und diese Grundlegierung bleibt in ihren Grundeigenschaften in den neuen Lotlegierungen erhalten. Also ein Sacklot bleibt Sacklot und ein Zinn-Kupfer eutektisch bleibt Zinn-Kupfer eutektisch. Und was in den heutigen neuen Lotlegierungen schon seit vielen Jahren nach der Bleizeit eindotiert wird, sind Kobalt, Germanium, Nickel im 0,00%, also im PPM-Bereich, werden diese Lote, aufgepeppt gegen die zu erwartenden Ablegierungen, weil der Ablegierungsfaktor kommt über das Reinzinn in die Hauptlegierung herein und diese Ablegierungstendenz, um der entgegenzuwirken, kommen, wie gesagt, diese dotierten Lote zum Einsatz. Wir haben also mehrere Themen auf dem Schirm, wenn man über Lötprozesse spricht. Einmal das Thema Flussmittel, Wasser oder säurehaltig, L0 oder L1 Bereiche. Und letztendlich dieses ganze Thema zusammenzufassen, ist und führt auf eine Evaluierung hinaus, führt darauf hinaus, im Vorfeld schon Simulationen und Erfahrungswissen zusammenzutragen, führt dazu, dass man transparente Evaluierungen und Prozessdokumentationen für jedes Produkt abbildet. Und letztendlich geht es darum, eine gute Grundlage zu schaffen für einen nachfolgenden Automations- und Lötprozess mit der zugehörigen Sicherheit im Vorfeld gut gearbeitet, gut evaluiert zu haben. Um dem Thema noch näher zu kommen, sind aktuell zwei Forschungsprojekte am Start, die darauf abzielen, eine datenbasierte Modellierung des Selektiv-Wellenlötprozesses vorherzusagen.
Also die, in anderen Worten, die Qualität vorherzusagen. Und diese Qualitätsvorhersage basiert auf Erfahrungswissen, was wir in diese künstliche Intelligenz hineingeben. Im Prinzip möglichst viel Erfahrungswissen auf einen Punkt gebracht, um schon heute mit 80% Sicherheit, Vorhersagesicherheit sagen zu können, die Lötstelle wird sich so und so verhalten. Angrenzende Baugruppen müssen wir so und so in den Fokus nehmen und insgesamt das Thema theoretisch im Vorfeld abzusichern. Die Zielgerade bedeutet Einsetzen der bestmöglichen Betrachtungen und Erfahrungswissen und Modellierungswissen einzusetzen, um einen guten Lötprozess zu gestalten. Wie gesagt, KVP-DOE-Methoden einzusetzen, um 24-7-Fähigkeiten zu erreichen und einen vorgezogenen Kundenmehrwert zu erreichen. Dieser Kundenmehrwert liegt darin, dass man vorausschauend die mit den Alleinstellungsmerkmalen einer Prozessfindung, die ihn sozusagen solitär fähig und nur selektiv in dieser Form robust auch ans Ziel bringen und letztendlich wirtschaftlich verfügbar umzusetzen. Da komme ich jetzt, das war eigentlich schon sozusagen der Fokus auf das, was uns in dem ersten Teil dieses Vortrages ausmacht. Paar Grundlagen, 30 Minuten nur angesprochen, in 30 Minuten nur Stichworte aufgezeigt, um Ihnen eine gute, passende Grundlage für Gespräche, für Ihr Produkt, was selektiv mit Sicherheit mit keinem anderen zu vergleichen ist. Selektiv bedeutet, wir haben immer Unikate vor uns. Und aus diesem Grund möchte ich Sie einladen, ich sage es an der Stelle gleich mal so, wir haben jetzt geschaut, ungefähr hingeschaut, welcher selektive Lötprozess ist der richtige. Letztendlich die Umsetzung darauf aufgesetzt, welche selektive Lötautomation ist die richtige. Und das wird Ihnen über den FED noch mitgeteilt, wann wir das machen. Aus meinem Hintergrund noch 28. Januar wäre hier der Teil 2 möglich für Sie, mit wieder im Boot zu sein, um was es dann wirklich geht. Also welcher Prozess in der Automation ist der richtige? Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich sehr, Sie vielleicht im Januar wieder begrüßen zu dürfen. Besten Dank dafür. So, jetzt übernimmt wahrscheinlich wieder jemand die... Ja, das ist richtig. Seminarleitung. Lieber Manfred, vielen Dank für diesen informativen Vortrag, für die interessanten Themen, die sich rund um das Thema selektive Lötprozesse ergeben. Ich denke, das war recht vielfältig und verständlich. Und deswegen freue ich mich auch selbst schon auf den zweiten Teil. Und wie du schon selbst angesprochen hast, ist es so, dass wir diesen Vortrag am 28.01.2021 durchführen werden. Und das können Sie sich gerne schon notieren. Natürlich werden wir Sie dazu auch nochmal informieren und einladen. Aber so haben Sie das vielleicht schon gleich für Ihren Kalender vorrätig. Und ja, kann nur sagen nochmal vielen Dank, Manfred. Ja. Jetzt gehen wir einfach mal nahtlos über in die Fragen. Ich habe einige, die jetzt reinkamen, übertragen können. Und am Anfang nochmal, wie schon angedeutet, Sie kriegen natürlich nochmal einen Link, wo wir dann diese Folie, die Präsentation auch nochmal verteilen. Dann würde ich Sie bitten, wenn Sie Zeit haben, uns diese Online-Veranstaltung zu bewerten. Das hilft uns einfach auch, ein bisschen ein Feedback zu bekommen. Wie hat es Ihnen gefallen? Was können wir verbessern? Oder natürlich auch gerne Vorschläge für weitere Themen, die Sie interessieren. Ne? Da brauchen Sie sich nicht zu scheuen, uns dort
eine Information dazu zu geben. Diese Bewertung dauert auch nicht lange, es ist in 2-3 Minuten erledigt und dann ja, können wir auch damit arbeiten. Auch kritische Anmerkungen sind gerne gesehen, denn damit können wir die nächsten entsprechenden Online-Veranstaltungen doch noch verbessert gestalten. Ja, richtig, richtig. So, dann gab es ja eine Frage, haben Sie Vorschläge für Thermofallen-Dimensionen? Manfred, kannst du da schon was sagen dazu? Ja, ja, also wir haben hier sehr umfangreiches Material, A zur Geometrie der Wärmefallen, also die Anbindungsvarianten und auch letztendlich zur Dimension. Also man kann sagen, ich hole mal geschwind einen Augenblick. Wir haben hier, das möchte ich mal so ein bisschen reingeben, vielleicht kann man das sehen. Ja. Wir haben hier ein Leiterplattenlineal mal erstellt, wo wir Wärmefallen, Thermovias, Anbindungen, aufgenommen haben, real umgesetzt und können diese reale Umsetzung in diesem Demonstrator Ihnen als Layout-Empfehlung zukommen lassen. Das wäre also von uns aus gesehen auch eine kreative Kommunikation. Wir können Ihnen da dazu was geben. Natürlich auch interessant, was ist Ihre Anwendung oder was ist Ihre Meinung dazu? Also das heißt, wenn dir jemand eine E-Mail schreibt und darauf Interesse hatte an diesem Lineal, würde der das bekommen? Ja, genau. Wunderbar. Wir haben eine offene Kommunikation an der Stelle. Wir möchten zusammen intelligent werden, immer besser werden. Genau. Also das fehlende, mit dem Aristoteles gesprochen, das fehlende Wissen erweitern. Okay, so ist passt es schon. Ja, ständig wachsen, ne? Das ist unser Ziel. Ja, genau. Gut. Ja, genau. Dann gibt es eine Frage, welche Lötverfahren bietet von Haus aus die besten Voraussetzungen? Okay. Also wenn Sie mir jetzt die freie Wahl lassen, sozusagen aus dem Vollen schöpfen zu dürfen, bei der Produktgestaltung, bei der Prozessauswahl, dann würde ich hier die erste Priorität bei der Lotschmelze, also beim fließenden Lot ansetzen. Und das hat der Mini-Wellen-Selektiv-Lötprozess, also aus der Schmelze heraus zu arbeiten. Weil da nutze ich die kapillare Wirkung der Lotschmelze. Ich nutze den fließenden Lotschwall, um überschüssiges Flussmittel wieder zu absorbieren, um sozusagen Folgewirkungen vom Flussmittel zu vermeiden. Und ich habe natürlich einen ganz, ganz total tollen Toleranzausgleich. Also ob der Pin mal links, mal mehr rechts oder kürzer, länger, da ist die selektive Lotschmelze, der Schmelzvorgang, das hat jetzt mit EUTEC nichts zu tun. Das ist einfach die kapillarphysikalische Grundlage, wie sich eine Lotschmelze in der Lotumgebung verhält. Und wir kennen das aus der Großwelle und wir haben das letztendlich auf die Selektivlöttechnik übertragen. Das Ganze natürlich unter Stickstoff, alles Oxid vermeidend und mit Blick auf Top-Qualität. Aber wir nutzen, das möchte ich nochmal unterstreichen, die physikalischen Grundlagen, die bekommt man geschenkt. So wie der Apfel vom Baum runterfällt, da muss man sich nicht drum kümmern, es passiert. Also dieses physikalische Grundereignis übertragen wir letztendlich in die Lötstelle hinein. Mhm. So ungefähr die Frage da dazu. Okay, ja, vielen Dank. Dann eine Frage, die kam hier noch rein, die habe ich jetzt nicht geschafft zu übertragen, ist, welche Löttemperaturen wirken punktuell beim Selektivlöten auf ein Lötauge ein? Welche Temperaturen? Welche Löttemperaturen wirken punktuell beim Selektivlöten auf ein Lötauge ein? Also man kann sagen, der Lötprozess
wird ja über die Evaluierung dahingehend betrachtet, dass man, jetzt nehme ich, nehme ich das Stichwort Lötauge, dass keine Schädigungen am Lötauge entstehen. Ich möchte es so sagen, die Temperatur, die typischerweise für das Weichlöten auf Lötauge, das, ich gehe mal von einer Leiterplatte aus, einwirken, liegt bei 280 bis 320 Grad. In diesem Range verarbeiten wir typischerweise ein Lötauge über eine Lotschmelze. Und damit hat das Lötauge diese Temperatur der Lotschmelze. Wir kommen ja kontinuierlich im Fluss auf dieses Lötauge zu. Das heißt, es entsteht keine Überhitzung und keine Unterkühlung. Also wir haben exakt die Lotschmelztemperatur am Lötauge. Wenn das die Beantwortung der Frage ist, mit ein bisschen Improvisation von meiner Seite dazu, sonst gern manfred.fehrenbach@eutech.de, ja, oder Website oder einen meiner Mitarbeiter anfunken. Mhm. Ist das die Frage? Kann man das nochmal rückkoppeln? Weiß nicht. Ja, ich denke, dass das schon ganz gut erklärt war, wenn ich jetzt sagen, mein Verständnis dazu nehme. Ich kriege gerade hier die Antwort, dass das passt. Wunderbar, danke Manfred. Der gleiche Teilnehmer hatte auch nochmal gefragt, was bedeutet 4.0 in der vorletzten Folie? Vielleicht können wir da nochmal kurz, kannst du da nochmal kurz schauen, bitte? Ich versuche gerade mal zurückzublättern, aber dann brauche ich den Schild, dann brauche ich den Bildschirm. Oder was ist die vorletzte Folie gewesen? 4.0? Ja, warte. Achso, 4.0247 wahrscheinlich. Mhm. Also 4.0, das ist meine Abkürzung für Prozessdatenerfassung, Betriebsdatenerfassung von jeder einzelnen Lötstelle. Also unter dem Stichwort 4.0 habe ich jetzt die bekannten Größen summiert, die als Parameterereignisse in der Lötstelle stattfinden oder eine Lötstelle charakterisieren. Diese Parameter zu erfassen, da habe ich diesen Summenbegriff 4.0 genutzt und gesagt 24/7, naja, rund um die Uhr. Zu jeder Lötstelle eine Aussage. Also nicht einfach machen und gucken, was kommt dabei raus und hinterher ein teures AOI installieren. Ich bin jetzt mal ein bisschen frech. Das soll das AOI nicht ersetzen, soll aber andere Sachen anschauen. Aber bitte, der Prozess muss so fähig gemacht werden, dass man kein AOI braucht, sage ich es nochmal so. So sicher muss der Prozess geregelt und kontrolliert während dem Prozess und nicht nach dem Prozess. Das ist so die Idee. Während dem Prozess gut arbeiten. Mhm, gut sein. Gut. Nicht nachlassen. Okay. Wir hätten dann noch eine Frage, und zwar, wann kommt das Laserlöten typischerweise zur Anwendung? Das interessiert mich auch. Okay. Ja, na nun. Also, wenn man jetzt mal sagt, wir haben David und Goliath vor uns. Die Goliath-Lösung ist das Miniwellenlöten. Da kommen wir mal zu einer richtigen Lotschmelze auf das Lötauge zu. Beim Laserlöten, da wird es filigran. Da kommen wir in feinste Elektronik-Layout-Konfigurationen rein. Hier wird nur ganz selektiv auf den Punkt gebracht, in einer Kavität, in einer Vertiefung und ja, das Lotereignis erzeugt. Also typischerweise, wenn es schnell, punktuell und geometrisch von oben erfolgen muss, aber ohne thermische Masse. Ohne meine ich jetzt im gewissen Rahmen, aber keine richtige thermische Masse. Das macht der Laserprozess nicht mit. Da haben wir diese F&E-Untersuchungen alle schon hinter uns und da fangen wir auch erst gar nicht an. Also da können wir von vornherein sagen, bei einer bestimmten Massenverteilung auf einer Lötstelle können wir die Prozesse zuordnen, Miniwelle, Laser, Induktion, Kolben. Das hängt dann ganz typisch von der thermischen Massenverteilung und von der thermischen Masse der Bauteile ab. Okay.
Ja, schön. Da ist auch gleich noch eine Frage passend zu dem Laserlöten noch hinzugekommen und die lese ich jetzt Ja. gleich mal vor. Ist es beim Laserlöten mit Draht möglich, von der Unterseite beziehungsweise gegen die Schwerkraft zu löten? Ja, also haben wir bisher noch nicht realisiert. Was wir gemacht haben, ist Induktionslöten gegen die Schwerkraft. Gegen die Schwerkraft zu löten, ist vom Grundsatz grundsätzlich über die kapillare Wirkung keine Frage physikalisch. Das Lot zieht kapillar gesprochen in den Spalt hinein, ob man es von unten erwärmt oder von oben erwärmt. Da würde ich jetzt mal sagen, das wäre noch mal eine genauere Betrachtung wert. Aber vom Grundsatz her wirklich Laserlöten von unten, naja, mit der Optik von unten, mit der ganzen mit der Schmauch steigt nach oben. Aber sagen wir mal, wenn sich da irgendwas abbildet und das fällt nach unten in die Optik, also der ideale Zustand wäre das nicht. Würde ich mal sagen, wenn es anders geht, automationsfähig das Bauteil zu wenden, 180 Grad wieder auf die andere Seite zu legen, dann könnte man mit dem Laserprozess absolut gesichert und auch mit viel Erfahrung die Lötstelle ausprägen. Das wäre also von unten zweimal Fragezeichen. Ist nicht Okay. typisch. Ja, danke, Manfred. Ich habe hier noch eine Frage reinbekommen und zwar, die greift ein bisschen an die Geschichte mit der Temperatur an, über das Lötauge. Und zwar bei 320 Grad Celsius an der Lötstelle, Strich Lötauge, ist man schon in der Nähe der Zerstörungstemperatur des Harzsystems. Schafft man dadurch nicht Padlifting? Ja, genau. Das ist eine vollkommen richtige Frage. Und der, wo die Frage gestellt hat, der weiß ja auch, um was man hier redet. Super. Also klar, da muss man schon genau hinschauen. Wir haben die Versuche gemacht, das ist richtig. Die Harzrückzug, würde ich jetzt mal als Stichwort sagen, oder Zwischenlagendelamination. Das sind Dinge, die man dann dahingehend anschauen muss. Das ist richtig. Vielleicht muss man auch das Vorwärmkonzept hochnehmen, um zu sagen, okay, gehe auf 120 Grad in der Lötumgebung. Das muss man sich ja, das muss ja auch realisiert werden und kann dann mit der Löttemperatur und der Lötzeit etwas runter. Also die Message würde heißen, kurz und schmerzlos mit geringer Temperatur in den chirurgischen Eingriff gehen. Also die Message heißt in vielen Fällen kurz und schmerzlos, auch bei der Kupferlackdrahtverarbeitung, beim Ablegieren. Je kürzer die Zeit, je geringer die Temperatur, umso stabiler bleiben die Lagen und die ja, Kupferaufbauten erhalten und glitschen sich nicht durch. Also soweit ein bisschen salopp formuliert, aber ja. Im Grunde hat der Fragesteller schon recht, 320 Grad bei der Leiterplatte kommt jeder ins Zucken. Aber Das ich würde mal war sagen, wahrscheinlich auch schauen. der Grund, nochmal nachzuhaken. Ja, Ja, gut. genau. Wunderbar. Vielen Dank. Und Ja, kein dann Thema. wären wir auch schon durch mit den Fragen, die ist. Wie gesagt, Sie können auch nochmal direkt Ihre Fragen an Manfred Fernbach schicken. Die E-Mail habe ich hier eingeblendet, wird dann natürlich auch in der Folie nochmal zu sehen sein. Wenn es nochmal bestimmte Fragen gibt, die jetzt noch nicht aufgekommen sind, Herr Fernbach freut sich natürlich auch dort nochmal zu unterstützen. Ja, Ja, gerne. dann kann ich nur sagen, recht herzlichen Dank an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor den Bildschirmen. Ich fand es wieder mal eine sehr spannende, unterhaltsame Veranstaltung. Wir haben, denke ich, auch wieder was gelernt über diesen selektiven Lötprozess, der natürlich auch wichtig ist, ne? Auch wenn es zum Teil natürlich auch so aussieht, dass natürlich viel auch in Richtung SMD natürlich auch umgesetzt wird, aber wir kommen nicht drum herum, auch diese Bauteile, die THD-Bauteile aufzubringen und zu löten. Und da muss es auch die richtige Auswahl dafür sein. Ja, ich sage jetzt natürlich vielen Dank, auch auf Wiedersehen an Sie. Freue mich, Sie zu begrüßen zu dürfen bei dem zweiten Teil, wie gesagt, am 28.01.2021. Bis dahin kann ich nur sagen, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut ins nächste Jahr, haben Sie eine schöne, besinnliche Zeit und
Ja, freue mich auf ein Wiedersehen und hoffe natürlich auch, dass wir das auch bald wieder physisch erleben dürfen. In dem Sinne, Genau. vielen Dank nochmal auch an dich, lieber Manfred, auch an dich, Klaus, für die Unterstützung und an Jili im Hintergrund. Ja, Ja, ich die gleichen sage auf Wünsche. Wiedersehen. Ja, die gleichen Wünsche natürlich auch von mir. Und wie gesagt, ich gebe die Hoffnung gar nicht auf, dass wir irgendwann doch mal zu einer Präsenzveranstaltung kommen. Genau. Auch von meiner Seite besten Dank Ihnen, das FED-Team. Ihr seid wirklich gut drauf, habt es gut organisiert, hat alles, ja, von meiner Seite ganz herzlichen Dank und auch eine gute Zeit in die kommenden Monate hinein. Für die Organisation müssen wir Jiri Zahau im Hintergrund auch noch unseren Dank aussprechen. Ja, wunderbar. Auf Wiedersehen. Ja, Adieu. Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, Tschüss. ciao.